Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, ich zeige mal wieder eine Aufnahme von der Ausstellung in Bonn. Das liegt einfach daran, dass der Teil 7 des Projektes Possendorf quasi dort entstanden ist, ne? Weil ich ein paar Module mitgenommen habe, also Streckenmodule, den Steinbruch und zwei Module von Possendorf. Und zwar die Module 4 und 5, also das letzte und das vorletzte des Bahnhofs. Ja, und die habe ich dort begrast. Und das soll ja unser heutiges Thema sein, der Beginn des Landschaftsbaus im Modellbahnhof Possendorf. Werkzeug hatte ich natürlich auch dabei, diesmal zwei Begraser, die ich in einem späteren Video auch mal miteinander vergleichen möchte. Ja, die Methode ist die gleiche, wie ich sonst auch mache, ne? Also wir haben hier die einzelnen Grasbüschel und dann sehen wir jetzt, wie die entstehen, ne? Wir haben also einzelne Leimpunkte, und die werden dann begrast und daraus werden dann die Grasbüschel. Problem hier in dem Fall ist, ja, die Erde hat der Kollege ein bisschen, naja, nicht so ganz drauf gemacht, wie ich das eigentlich wollte. Also es ist eigentlich, wenn es nach mir ging, sollte überhaupt noch keine Erde drauf. Und bei mir kommt eben immer dann eine Schicht und das wird von oben dann nochmal fixiert. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weshalb also diese Erde immer an dieser Leimdüse kleben bleibt und naja, nicht so schön ist. Ja, dann wischt man das also unqualifiziert von der Düse ab und macht das also als besonders großer Leimtropfen noch aufs Modul. Und dann wird halt hier begrast und es bilden sich neue Grasbüschel. Wie gehabt, ich habe das ja schon mal im Video erklärt, das Gras immer nie die reinen Fasern, sondern immer gemischt. Na? Also mehrere Farben gemischt, nie irgendeine reine Faser. Also das ist hier mal teilweise aus fünf verschiedenen Farbtönen zusammengemischt, weil sonst wird es ja, zu langweilig. Das ist vor allem dann, wenn die nächste Schicht dann drauf kommt, dann wird es ja, dann sind die Farben zu unterschiedlich, ne? Dann wird es zu bunt. Das ist ja auch die Kritik, die jetzt an mich gerichtet wurden bei meinen früheren Begrasungsexperimenten. Ja, und dann hochkant stellen, ne, das ist der Vorteil des Modulbahners. Man stellt es hochkant und ich habe dann hier so einen Kerbbesen, den ich aber hier eher so als Klopfer verwende. Den benutze ich erst als Besen, wenn das dann wirklich, wenn der Leim fest ist. Na, also ich nehme ja da auch einen Expressleim. Einfach aus dem Grund, dass das schneller abbindet. Also gerade wenn ich hier vorführe, dann wird das ja relativ schnell, muss das ja relativ schnell abbinden, damit ich mit der nächsten Schicht drauf kann. Und na, ich habe also die beiden Module, habe das immer gewechselt und dass ich also die Fasern runter bekomme. Ja, dann legt man es wieder hin und dann geht's weiter, ne? Also die jetzt nicht die zweite Schicht, sondern auf den Bereichen, wo jetzt hier noch nichts passiert ist, kommen dann eben auch noch so Grasbüschel hin. Das wäre jetzt zum Beispiel dieser Bereich. Ich habe das jetzt mal etwas schneller gedreht, damit man es besser, also damit das Video nicht so lang wird und nicht so langatmig, ne? Also hier auch wieder Leimtropfen. Und dann feuerfrei mit dem Begraser. Meines Wissens ist mittlerweile gibt es mehrere Begraser, die man sich also, naja, was jetzt leisten kann, ist immer. Na, also ein guter Begraser kostet so viel wie eine preiswerte Lok. Na? Also ohne Digitaldecoder. Und ich habe also den vom RTS, also das ist auch das leistungsstärkste Modell, aber es gibt den natürlich auch von anderen Firmen.
Begraser, wo mir zumindest berichtet wurde, dass sie von der Qualität her ähnliche Ergebnisse erzielen. Dann wurde es Zeit für die zweite Schicht. Ja, hier sind dann also in den schon fertig abgetrockneten ersten Grasbüscheln, die werden dann abgekehrt mit der. Das war also, habe ich hier dann am zweiten Tag gemacht. Na, am ersten hatte ich dann genug. Oder war es noch am ersten? Ist auch egal. Werden dann hier also andere Fasern noch mit reingenommen, also eine andere Farbe, die hier aber nicht, zumindest in dem Bereich, nicht so deutlich unterschiedlich war. Was ich hier versucht habe, das habe ich mal auf der Messe gesehen vor Corona. Da hatte der Jens Petermann, hatte am RTS-Stand mal schnell den Begraser gegriffen und hatte dann, so wie ich jetzt hier, allerdings keine Grasbüschel, sondern das war dann mit dem Pinsel, mit dem größeren Pinsel, wo man also auch so einzelne Punkte hinkriegt oder zumindest einzelne Flächen. Und da hat er erst mit kurzen Fasern begrast, das habe ich hier versucht nachzumachen. Und dann habe ich schnell gewechselt. Und dann habe ich mit den langen Fasern, wie man jetzt hier sieht, also lange trockene Fasern, das beruht also quasi auf dem Prinzip, dass man quasi, das habe ich sehr oft quasi gesagt, das macht nichts, dass man quasi ein Grasbüschel hat mit grünem Gras und dann hat man in der Mitte dann die hohen Blütenstände, die dann eher so ein bisschen trocken aussehen, was das jetzt hier so nachbilden soll. Ja, es ist, man sieht es jetzt hier nicht, ne, weil hier natürlich noch der Stapel von Fasern drauf liegt, die hier nicht, die natürlich erstmal wieder runter müssen. Ja, hier dann das andere Modul, also Modul 4, da auch wieder Leimtropfen, zweite, also hier müsste es eigentlich schon die dritte Schicht sein, so wie es aussieht, ne. Man sieht auch bei den ersten beiden, dass die beiden Farben ziemlich nah aneinander sind. Die bei der dritten ist es dann nicht mehr so. Da habe ich mich ein kleines bisschen vermischt. Das ist dann ein bisschen dunkler geworden. Aber das ist auch nicht so einfach. Also theoretisch müsste man das alles irgendwie, was weiß ich, abwiegen, abmessen, irgendwas. Ne, wie man es ja, was weiß ich, wie es jetzt bei Farben gemacht wird, wenn also irgendwo der Computer Farben zusammenmischt, dann wird das ja auch irgendwie gewogen oder gemessen oder was auch immer. Ja, das ist eben immer so ein bisschen nach Augenschein, dann klappt es halt nicht immer. Aber das ist jetzt auch nicht so gravierend. Ich habe es auch leider versäumt, weil man hat ja auf Ausstellung, man redet dann auch mit Leuten und das und erklärt dann und dies und jenes. Habe ich dann leider versäumt, dann das Foto zu machen mit den langen Fasern, wie es fertig aussieht. Also von oben sieht man es nicht so richtig, aber wenn man so von der Seite fotografiert, sieht es an sich eigentlich nicht schlecht aus. Also das würde ich dann irgendwann mal nachliefern, das Foto, während wir hier eben noch immer noch die dritte Schicht drauf machen, dann wieder hier, ne, den Leim und Erd- und Faserklumpen von der Düse wegmachen. Ja, hier dann mit dem anderen Begraser. Hier hatte ich dann noch was anderes gemacht. Und zwar habe ich hier den Begraser ausgeleert und sozusagen mit dem Leeren mal versucht, dann so ein bisschen die einzelnen Fasern da raus zu bekommen. Also die fliegen dann ja weg. Ja, fliegen da durch die Gegend, also aufs Gleis. Und also mit dem Begraser, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mir auch viel ins Gesicht. Ich habe also ausgesehen wie eine Sau danach. Ja. Aber ich habe es eben so halbwegs so ein bisschen rausgekriegt dann die Fasern, dass ich also weiterarbeiten konnte. Denn sobald man hier jetzt irgendwo einen Leimpunkt reinsetzen will, dann kleben sofort Fasern quer über der Leimdüse und das macht sich sehr, sehr schlecht.
Ja, zu den Ergebnissen. Hier haben wir das Modul 4 noch nicht so hundertprozentig fertig, aber naja, schon weit fortgeschritten, was so die Begrünung angeht. Hier bin ich dann also noch einmal drüber gegangen. Hier sind also beide Module mal ineinander geschoben oder aneinander geschoben. Ich habe dann auf dem Modul, auf dem ich gerade nichts gemacht habe, dann einfach mal einen Zug drauf gestellt, dass dann auch die Leute erinnert werden, es geht um Modellbahn. Modul 4 ist jetzt, was das Begrasen angeht, fertig. Das war mir auch sehr wichtig, weil da so ein bisschen Digitaltechnik drunter ist und ich die sicherheitshalber abgebaut habe. Dann aber das Modul, der Bahnhof eben wieder eingesetzt werden sollte. Also Digitaltechnik musste dann wieder dran montiert werden. Und es hat auch alles soweit funktioniert. Ja, hier dann Modul Nummer 5, also mit dem Berg, da sind schon noch einige Lücken, also da muss ich mindestens noch einmal drüber gehen. Auf dem Modul ist allerdings, hat das alles ein bisschen Zeit, weil dort eben keine Digitaltechnik drunter ist und ich dann, was weiß ich, irgendwann, wenn ich Zeit habe, dann einfach weiter begrasen kann. Ja, hier nochmal beide Module. Modul 5 im Endzustand, Modul 4 im Endzustand. Man sieht hier im vorderen Bereich die dunklen Grasbüschel, die auf der 5 noch fehlen. Die müssen da noch hin. Also so im Moment ist es da noch so ein bisschen ein Absatz zu sehen. Ja, also ich denke, es ist gut vorangegangen. Es sind auch so ein paar einzelne Büschel zwischen den Gleisen. Also es ist vorangegangen und was ich noch ein bisschen machen muss, ist den Übergang zwischen den Modulen, dass der noch im Gras ein bisschen mehr abgetarnt wird. Das war so ein bisschen noch der Kritikpunkt, der mir dann in Zeuthen entgegengebracht wurde. Ja, ansonsten soweit erstmal zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen weitergebracht und vielleicht sieht man sich auch mal irgendwo. Ne? Fremo-Treffen, Ausstellung, was auch immer. In dem Sinne erstmal Schluss für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.